Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme. Heute geht es mal um ein Thema, was mich sehr, sehr interessiert und ich halt auch als Hobby hatte mal. Und was halt auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, und zwar um die Highlander Games. Genau, richtig. Einer meiner Hobbys war damals Highlander Games. Ich bin dadurch durch einen Kollegen von mir drauf gekommen. An der Stelle, Grüße gehen auf jeden Fall raus an die Person, also an die zwei Personen. Ich würde die mit Namen nicht nennen, weil ich weiß nicht, ob die das möchten. Allerdings kann ich euch mal ganz kurz die Vorgeschichte erzählen. Und zwar ist es so gewesen, ein Kollege von mir hat halt einen Verein gegründet, Highlander Games. Wir hießen damals Highlander Battle Beasts. Und das war halt so, dass der Verein ziemlich gut lief und alles drum und dran, aber der Verein dann aufgelöst worden ist, wegen Gründe, die ich jetzt nicht nenne. Für mich ist in dem Moment, ja, was zusammengebrochen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das gerne gemacht, also wirklich sehr, sehr gerne. Leider kann ich es nicht mehr weitermachen, aus dem speziellen Grund, weil es leider hier in meiner Nähe keinen Verein mehr gibt. Der nächste Verein, der in meiner Nähe ist, wäre in Kreuzau. Genau. Und das ist halt über eine Stunde Fahrt für mich oder sogar noch länger. Das ist halt schwierig. Ich würde es, wie gesagt, ich würde das wieder gerne machen, bin ich von vornherein ehrlich. Ich habe dafür gelebt, wirklich dafür gelebt. Ich würde ungelogen dafür alles geben, um noch einmal bei so einem Turnier mitzumachen. Und ich habe leider nicht die Mittel, ich habe leider nicht die Connections, da irgendwie wieder reinzukommen oder generell die Chance irgendwie mal bei so einem Turnier mitzumachen oder die Chance halt mich anzubieten, dass die mich anrufen könnten oder mir sich bei mir melden können, um mir halt quasi diese Chance zu geben. Da habe ich leider nicht die Mittel für. Auch wegen Corona ist es ja generell jetzt nicht möglich. Aber ich will am liebsten nach Corona, würde ich am liebsten wieder da mitmachen, bin ich ganz ehrlich. Ich habe über mein Setup, also über meinen PC und alles drum und dran, habe ich die Urkunde hängen. Die hängt da immer noch und das ist halt auch einer meiner Heiligtümer, genauso wie der Kilt. Den habe ich auch hier mein Reich hängen. Das ist halt so, ne, das sind so Dinge, die kannst du einfach nicht loslassen. Vor allen Dingen war das halt wirklich mal eine Sportart, die mich halt auch wirklich interessiert hat, ne? Und halt auch die Atmosphäre. Das ist einfach Bombe, die Atmosphäre, ne? Das ist einfach, oh Gott, Leute, ich sag's euch. Ich weiß, ihr könnt euch vielleicht nicht in mich hineinversetzen. Kann ich auch verstehen, ist auch vollkommen in Ordnung. Aber das, was ich da gemacht habe, dafür habe ich einfach gelebt. Es war einfach so, es ist einfach das, was ich, was mich halt ausmacht. Und ich bin ganz ehrlich, wenn ich da jetzt darüber rede, bin ich auch sehr, sehr enttäuscht, weil, und traurig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich halt nicht diese Chance habe, es weiterzumachen. Ist halt blöd, ne? Und wir schauen uns jetzt halt mal einen Rückblick an, in der ich auch vorkomme. Wir gucken mal ganz einfach rein. Das sind halt so die Veranstaltungen, also quasi die Parcours, sag ich jetzt mal dazu. Bei uns heißt es Disziplin, heißt das. Das sind halt die jeweiligen Disziplinen, die du machen musst. Steinwurf, was es da alles gibt, Hochwurf, alles drum und dran, Baumstamm werfen, sowas halt. Wir schauen jetzt einfach mal ganz kurz rein. Nichts für Zartbeseitete oder Heulsusen. Nein, bei den Highland Games in Kreuzau ging es auch in diesem Jahr wieder ans Eingemachte. Die Disziplinen trieben so man... Ja, bei der Sache, da war ich ja auch mit vor Ort. Wie gesagt, ich habe das halt auch gemacht hier mit diesen
Dingens, ich habe diese verdammte Kugel nicht hochbekommen. Ich habe sie einfach nicht hochbekommen. Ich habe dann wirklich beim zweiten Anlauf habe ich es endlich geschafft, aber nicht hier diese Form von Kugel, sondern eine größere Kugel, weil es gibt jeweils für die Personenkategorien, zum Beispiel für die Kinder gibt es eine kleinere Kugel, die müsste, glaube ich, hier liegen. Das ist die kleinere, glaube ich, soweit ich weiß. Und das ist die für die Frauen. Und dann gibt es noch eine für die Männer. Und die war, glaube ich, 150 Kilo müsste die gewogen haben. Und bei dem ersten Ablauf ist sie mir leider Gottes, beziehungsweise bei dem, ja genau, ich glaube beim ersten oder beim zweiten Ablauf ist sie mir leider Gottes auf den Fuß gefallen, wo ich dann auch in den Krankenwagen rein musste. Aber nachdem ich aus dem Krankenwagen rauskam, es war zum Glück nichts gebrochen, gar nichts. Also mein Fuß war vollkommen in Ordnung. Ich hatte halt nur ein bisschen Schmerzen. Ich bin halt froh gewesen. Ich hatte im Endeffekt Glück gehabt, ne? Aber mir wäre es auch im Endeffekt egal gewesen, ne? Diese Sportart, die ist gefährlich. Das bestreite ich auch gar nicht. Da können Unfälle passieren und die können dementsprechend auch dein Leben zerstören, wenn du Pech hast. Das ist leider so. Aber ich habe dafür gelebt. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin aus dem Krankenwagen rausgekommen, habe einmal ganz fest aufgetreten, dann ging das wieder, dann war das wieder wie weg. Und danach habe ich diese Kugel gehoben, habe die auf dieses Podest gehoben und ich habe gebrüllt. Ich habe einfach einen Kampfschrei losgelassen. Das könnt ihr mir nicht glauben, aber das ist einfach so geil. Das ist einfach legendär. Ich sag's euch. Teilnehmer an seine körperlichen. Andi, ihr hört das gerade wahrscheinlich ziemlich komisch über die Kopfhörer. Also ihr hört das ziemlich komisch. Auf den einen Ohr ist mehr Ton und auf der einen anderen ist die Stimme. Das ist normal. Daran kann ich nichts ändern. Das ist leider so von dem Video her. Aber wir gucken mal weiter rein. Auf jeden Fall könnt ihr auch mal hier abonnieren nicht vergessen, ne? Um auf den neuesten Stand zu bleiben, ne? Sind zwar die Nachrichten aus der Region hier bei mir, aber ist ja auch egal. Wir gucken mal weiter. Grenzen. Zum dritten Mal bereit. Ja, hier zum Beispiel, das ist einer von meinem Verein, die Person hier. Ja, wir gucken mal weiter. Und das war übrigens auch meine Mannschaft. Jetzt gleich seht ihr mich. Ich mache da mal ganz kurz Pause dann. Bereits stand hier alles im Zeichen der schottischen Highlands mit ihren. Genau, hier die Person bin ich. Das hier bin ich, ja. Ihr glaubt es nicht, aber genau diese Person bin ich. Das war zum Beispiel das mit dem Hochwurf. Da gibt es dann einmal, wie ihr gerade gesehen habt, diesen gefüllten mit Stroh, diesen Strohsack, den man darüber werfen muss, und einmal ein Gewicht, was irgendwie 10 Kilo wiegt oder so. Beinharten Männern und Frauen. 14 Teams stellten sich den verschiedenen Herausforderungen, darunter Fässerrollen. Das ist zum Beispiel der Anführer unser Clan gewesen, sage ich jetzt mal dazu. Ihr seht ja, da hinten im Highlander Battle Beast. Das ist übrigens den Kollege, den ich grüße. An dir viele, viele Grüße. Ich weiß nicht, ob du das Video siehst. Ich werde es dir auf jeden Fall zeigen, dass ich darauf reagiert habe. Das werde ich dir auf jeden Fall zeigen. Ich hoffe, das ist auch für dich in Ordnung. Und an all die, die das eventuell noch sehen würden, die auch damit zu tun haben oder eventuell da drauf sind, ich hoffe, das geht auch für euch klar, dass ihr da eingeblendet wird. Wie gesagt, ich mache das nicht für mich. Okay, ich mache es auch zum Teil für mich, weil ich ganz einfach für das lebe, was ich da gemacht habe. Baumstammüberschlag oder Steinheben. Das ist halt auch so ein Ding gewesen, was ich auch gerne gemacht habe. Das habe ich auch so wir haben halt auch sehr, sehr viel trainiert, ne? Bei uns auf dem Platz haben wir sehr, sehr viel trainiert dafür. Ich war regelmäßig da. Am Anfang habe ich halt so ein bisschen schleifen lassen. Aber dann habe ich gemerkt, komm, du ziehst jetzt voll durch. Du hast Spaß dabei und machst jetzt einfach dein Ding. Organisiert wird das Ganze vom Verein Highlands Shadow Kreuzau. Ja, an denen natürlich auch viele, viele Grüße. Sehr, sehr sympathische Truppe, auf jeden Fall. Ich bedanke mich auf jeden Fall an dem Clan, dass ich dabei sein durfte, dass ich bei euch auf dem Platz sein durfte. Und vor allen Dingen, dass ihr uns die Chance gegeben habt, bei euch mitzumachen bei dem Turnier. Vielen, vielen Dank. Deren Vorsitzender Björn Heck
hat die Highland Games ins Leben gerufen, weil die Stimmung bei solchen Events einfach ansteckend ist. Das Besondere ist wirklich das Flair. Ja, Bjorn Heck, jetzt haben sie es ja schon gesagt im Namen. Darum würde ich es jetzt auch sagen. Auch viele, viele Grüße gehen bei dir raus, ist ja klar. Einfach top, was du da gemacht hast und was du immer noch machst. Bist ein guter Kerl. Hab mich quasi gut mit dir verstanden. Und echt top, was du da geleistet hast. Und dir natürlich auch weiterhin alles, alles Gute. Ich hoffe, dass wir irgendwann nochmal in Kontakt treten. Dass wir uns nochmal sehen auf jeden Fall. Aber für euer Team und genauso wie für die anderen Teams natürlich nur das Beste. Ich hoffe, dass ihr nach Corona wirklich wieder aktiv diesen Sport nachgehen könnt. Ich denke mal, es ist auch für euch schwer in der jetzigen Zeit, da nichts machen zu können, halt wegen Corona. Aber ich denke mal, die Tage würden wieder besser und dann denke ich mal, dass ihr wieder voll und ganz durchstartet. Wie gesagt, ich würde mich echt freuen, bin ich ganz ehrlich, sage ich so, wie es ist, wenn ich bei irgendjemand die Chance hätte, eventuell mal mitzumachen. Einfach so, weil ich halt Lust dazu habe und wirklich keine andere Chance sehe, irgendwie in irgendeinen Verein einzusteigen. Ich möchte kein festes Mitglied von einem Verein sein. Ich möchte ganz einfach nur da sein und mitmachen, weil die Atmosphäre einfach geil ist. Und das nicht nur als Zuschauer, sondern als Person, die auf dem Platz ist und alles geben möchte. Die Herzlichkeit auf dem Platz, hier ist keiner gegeneinander, sondern alle miteinander. Man kann halt eben fragen, ob man Hilfe bekommt. Die bekommen auch ohne Probleme, man wird nicht weggerempelt oder sonst was. Einfach die Kameradschaft, das Freundschaftliche. Viele solcher Hünen standen da am Samstag im Also zum Beispiel jetzt unser kompletter Clan gewesen, also ein Teil von uns, die Gruppe. Hier Highlander Battle Beast Stolberg, ne? Das ist der Verein gewesen, wo ich halt drinne war, der leider aufgelöst worden ist. Und das war halt unser Kilt. Ich hatte mal auf dem Discord-Server bei mir, hatte ich mal ein Foto von mir reingepostet gehabt. Da seht ihr genau den gleichen Kilt, genau mit dem gleichen Oberteil. Ja, wie gesagt, ich vermisse es extrem. Aber es ist auch ein geiler Sport, die Atmosphäre ist ganz, ganz anders. Das kann man auch nicht mit so einem Fußballplatz vergleichen, also mit so einem Fußballspiel vergleichen. Ne, du hast da dein Ding gemacht, du wurdest nicht ausgebuht, dich hat keiner unter Stress gesetzt. Das ist eine absolut hammergeile Atmosphäre, das kann ich euch sagen. Röckchen, pardon, Kilt auf dem Platz. Sowas mögen viele auch nicht, wenn man zu denen Röckchen sagt. Das mögen viele nicht, ich bin auch ganz ehrlich, ich mag's auch nicht und will halt, dass man entweder Schottenrock sagt oder halt Kilt, wie man das halt bezeichnet. Schottische Wurzeln haben dabei aber die meisten nicht. Nein, natürlich ist ein urschottischer Fan durch Braveheart-Filme oder halt eben Highlander-Filme oder sowas. Da hat man schon ein Faible für entwickelt, aber ich sag mal, es macht auch unheimlich Spaß, in einem Kilt auf dem Platz sportlich aktiv zu sein. Wie immer eine Attraktion, das Slalomlaufen mit dem Baumstamm, auf dem zusätzlich noch ein Spieler drauf liegt. Das ist nicht immer so. Normalerweise läuft das so, du hast halt den Baumstamm auf der Schulter liegen und läufst dann damit Slalom und musst halt die gewisse Zeit dann ablaufen. Ausdauer, Geschicklichkeit, aber vor allem auch Kraft waren wie immer bei den Spielen gefragt. Wer jetzt aber denkt, dass die Games nur etwas für Männer sind, liegt gehörig daneben. Auch einige Damenmannschaften sind am Sonntag an. Richtig, auch Damenmannschaften haben da mitgemacht, genauso wie Kinder, Jugendliche. Da war echt alles dabei. Getreten und schlugen sich ziemlich gut an den einzelnen Disziplinen. Es macht einfach unheimlich Spaß, sich mit den Männern zu duellieren. Also das ist ja eigentlich ein Männersport und wir Frauen ziehen jetzt langsam nach und es macht einfach Spaß. Ja, auch an eure Clique sehr, sehr großen Dank an euch. Ich würde jetzt, wie gesagt, keine Namen nennen. Wie gesagt, die Namen, die angezeigt werden, kann ich nichts dran ändern oder genannt werden. Aber zum Beispiel eine Person von ihrem Verein hat mich ziemlich gelernt, also wirklich alles gezeigt,
wie was funktioniert. Ist quasi einer meiner Mentoren gewesen, dem ich auch sehr, sehr bewundert habe, mit dem ich auch sehr, sehr gut klarkam. Und ich habe mich immer wieder gefreut, wenn ihre Truppe, also quasi ihr Clan, quasi mit bei uns auf den Trainingsplatz waren. Habe ich mich immer mega gefreut. Nette Leute, echt sehr, sehr nette Leute. Auch ein großes Dankeschön an euch. Unsere Kräfte zu zeigen. Besondere Faszinationen lösen aber nicht nur die Spiele selbst aus. Bei manchen ist es auch das Verkleiden und das Ganze drum. Ah, da stehe ich schon wieder. Da sieht man mich wieder stehen. Hier. Herum. Denn damit taucht man ein wenig auch in eine andere Kultur und Zeit ein. Ja, wir machen halt Reenactment. Zum Beispiel in Jülich aufs Epochenfest, da gehen wir, da lagern wir und machen da auch Vorführungen, Schwertkampf und Musketenschießen und all solche Sachen. Das gab es zwar am Sonntag in Kreuzau nicht, dafür aber natürlich traditionelle Musik, sowohl an der Gitarre. Als auch aus dem Dudelsack. Ja, wie gesagt, Leute, das war echt, also mir hat das Video persönlich sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, ich vermisse es, bei sowas mitzumachen. Mir fehlt das einfach. Und falls es jemand von den Highlander sehen sollte, schreibt es gerne mal in die Kommentare oder auch an die Zuschauer, die es von meinem Kanal aussehen oder generell sich dafür interessieren. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und eventuell würde ich mich sogar mega darüber freuen, falls es jemand sieht von den Clans, dass ich eventuell doch die Chance hätte, bei einem eventuell mitzumachen. Es muss, wie gesagt, nicht fest sein. Es wäre einfach nur, dass ich wieder auf diesen Platz komme und mein Bestes geben kann für das, was ich lebe. Ganz einfach. Das ist, wie gesagt, Leute, ich habe das mittlerweile so im Hinterkopf. Ich habe immer wieder diesen Gedanken. Ich will auf diesen Platz. Ich möchte mein Bestes geben. Ich möchte das machen, was mir am meisten liegt. Und genau das ist halt der Punkt bei dieser Sache. Wie gesagt, ich würde mich mega freuen, wenn ich von irgendjemand eingeladen würde. Ich weiß nicht, ob es passiert. Ich würde es mir wünschen. Ansonsten werde ich auch versuchen, mit euch persönlich auch nochmal in Kontakt zu treten. Aber mir wäre es halt echt lieber, wenn ihr euch bei mir dann halt melden würdet. Weil ich bin da eher ein bisschen ruhig und halte mich lieber zurück, was das angeht. Ich weiß, man soll sich trauen und man soll einfach nachfragen. Fragen kostet nichts, mag sein. Aber ich bin da ein bisschen, ja, zurückhaltend. Ich denke mal, einige wissen warum. Und wie gesagt, ich würde mich mega freuen. Ich würde mich generell über jeden Kommentar freuen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge.